klasse gemacht, das war gar kein Problem für euch. Was? Natürlich nicht ein Problem. Ich kann doch den Kopf. Klar wisst ihr das, ihr seid ja auch gebildet. Gemäldestück. Und der längste Weg ist jetzt auf dem Rätselindex. Da gucken wir mal aufs Gemälde. Vielleicht können wir das ja schon einsortieren. Ich würde sagen, das kommt hier hin. Nee, Tim. Nee. Dann kommt es vielleicht dahin. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also fehlen nur noch 9 Teile fehlen noch. Mal schauen. So, dann gucken wir noch in die Pension. Der Schreibtisch. Jetzt etwas eckig wird seinen Zweck erfüllen. Toller Schreibtisch und perfekt, um etwas Schönes draufzustellen. Na gut, dann behält Luke den und die Bücher. Ganz schöner Stapel. Zum Glück habe ich dieses Bücherregal. Ob ich die alle lesen kann? Naja, Luke, ne? Ich glaube, dann machen wir das mal lieber so hier. Gut. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir noch 8 Gegenstände finden. Maximal. Ne? Weil 20, man könnte ja auch alles in ein Zimmer stellen. Wie gesagt, können wir zum Schluss mal machen. Aber noch nicht jetzt. Dann schauen wir schnell nochmal den Rätselindex, um zu schauen, welche Nummern wir hier noch nicht haben. Die 60. Oh, wir haben alle. Das ist ja schön. Also glaube ich. Das wird jetzt hier oben. Die 12 haben wir ja jetzt auch. Weiß nicht, wieso die 12 da jetzt hier ganz hinten in der Geschichte einbauen und... Ach, naja, egal. Wir speichern zwischendrin auf jeden Fall mal. Nach einer knappen Stunde schon wieder. Unfassbar. Aber 6 Rätsel... Wow, 6 Rätsel. Krass. Wie lange das dauert. Aber man will ja nicht durchrennen. Man will ja auch ein bisschen was von dem Spiel und von der Atmosphäre mitnehmen. Du weißt ja, wie es ist. Aber ohne Dayas Reize nicht wahr? Ja, das ist sie. Ein tolles Mädel. Sie ist wirklich umwerfend. Frauen wie sie sind sehr selten. Das sei ja sehr selten. Na, der Kalle kennt sich aus, ne? Bin ich mir ganz sicher. Villengrundstück. Haben wir hier vielleicht nochmal Rätsel oder Hinweismünzen? Hier vielleicht nochmal Blumenkunde. Du willst dir doch jetzt nicht erzählen, dass wir hier jetzt in diesem Screen sind und jetzt nicht hier irgendwie irgendwo... Keine Rätsel? Keine Münzen? Das finde ich ja jetzt ein bisschen, ne? Hier alles anklicken, was verdächtig aussieht. Na gut, dann gehen wir eben weiter, weißt du? Halt nicht. Oh, hello, Lady! Na, wenn das nicht Claudia ist, die mal wieder, oder wieder mal, so Mister unsicher macht. Das erinnert mich an ein schönes Rätsel, mein Junge. Versuch es mal. 60? 60! Kätzchen wiegen für 30 Pikarat. Diese 3 Sorten Plüschkätzchen haben je nach Farbe ein anderes Gewicht. Beispiele 1 und 2 zeigen dir die relativen Gewichte an. Auf der linken Waagschale sitzen 3 rote und 4 schwarze Kätzchen, auf der rechten 4 weiße und eine schwarze. Welche Waagschale wird sich senken, sobald du wiegst? Die linke, keine oder die rechte? Ja. Also, 5 schwarze wiegen so viele wie 4 weiße. Und 2 schwarze wiegen so viel wie 3 rote und dazu noch eine weiße bei den schwarzen. Na, pass auf, wir haben ja hier einen Haufen Zettel. Dann machen wir jetzt mal hier ein bisschen Oldschool-Mathematik. Das sollte möglich sein, dieses Rätsel. Also, mal angenommen, eine schwarze Katze wiegt 1000 Gramm. Das ist für eine Plüsch... Naja, sagen wir mal, es ist eine Plüschkatze, sagen wir mal, eine schwarze Plüschkatze wiegt 100 Gramm. Das heißt, eine weiße Plüschkatze wiegt 125 Gramm. Ne? Schwarz, weiß. Das heißt, wir haben auf der linken Seite im zweiten Beispiel 325 Gramm. Ist jetzt ein bisschen unkomfortabel, diese Grammzahl. Finde ich jetzt auch ein bisschen doof, aber was willst du machen? Wenn wir 325 durch 3 teilen, denn auf die Zahl kommen wir ja. Habe ich jetzt eigentlich hier richtig gerechnet? Ja. Ja. Dann wiegt eine rote Katze so ziemlich genau 108,
3 Periode Gramm. Ja, ist natürlich toll. So. Dann nehmen wir noch einen Zettel, weil der ist jetzt schon voll. Wir haben 3 rote. Das sind, kommt dann ja wieder auf eine glatte Summe raus, 325 Gramm. Und wir haben 4 schwarze, sind jeweils 100 Gramm, macht insgesamt 400 Gramm. Das heißt, wir haben auf der linken Seite oben 725 Gramm. So, die rechte Seite, da haben wir 4 mal weiß, das sind 500 Gramm. Und einmal schwarz sind nochmal 100 Gramm. Das heißt, da haben wir 600 Gramm. Das heißt, die rechte Seite ist deutlich leichter als die linke. Das heißt, welche Waagschale wird sich senken, sobald du wiegst? Auf jeden Fall A. Wenn das jetzt nicht stimmt, dann zweifle ich an meinen mathematischen Fähigkeiten. Gut. Hätten wir das geklärt. I've solved it! Jetzt muss ich die Zettel erstmal schnell wegschmeißen. So. Geil! Exzellent! Du brauchst nur die roten Katzen links durch ihr unten gezeigtes Äquivalent an weißen und schwarzen Katzen zu ersetzen. Ja, gut, so geht's auch. Meine Güte. Wenn man das Problem erst einmal richtig betrachtet, ist es gar nicht mehr so schwer, nicht wahr? Ja, oder hier ließ sich halt echt Mathematik anwenden. Also schöne klassische Mathematik, wo es noch um Zahlen geht, weißt du? Und nicht diese Buchstaben. Dafür gibt's den Deutschunterricht. So, Gemäldestück. Naja, das wird wohl hier drüben die Kante sein, ne? Jawohl. Noch 8. Bin mal gespannt, was auf dem Gemälde dann zu sehen ist. So, dann gucken wir uns hier draußen noch mal ein bisschen um. Die Katze haben wir schnell in die Hosentasche gesteckt. Oder in den Pokéball. Man weiß es nicht genau. Hey, Timmy, spielst du ein Pokémon Go? Ich habe das Gefühl, es fangen jetzt wieder alle an, Pokémon Go zu spielen. War das nicht irgendwie vor... Wann kam Pokémon Go raus? War es nicht sogar schon 2016? Als das alle gespielt haben, so für 1-2 Wochen? Aber jetzt fangen irgendwie alle wieder an. Das ist genauso wie mit Quizduell. Habe ich auch das Gefühl, dass jetzt die Zahl der Leute, die Quizduell spielen, wieder immens steigt. Dabei war das doch nur, das ist ja noch länger her als Pokémon Go. Aber was soll's. Wir gehen in die Villa. Und Matthew ist nicht da, um uns zu empfangen. Was ist denn hier eigentlich eingerissen, wenn ich mal ganz kurz fragen darf? Ich muss mich mal kurz beschweren. Frau Dahlia, das kann alles nicht sein hier. Hier sind Gäste da und der Jamie wartet jetzt schon Jahre auf uns. So, haben wir hier vielleicht irgendwo noch Hinweismünzen? Na, so langsam hätte der Hund auch angeschlagen, glaube ich. Dann gehen wir mal hier durch und, ne? Wollen Sie mich vergiften? Was sind das für abscheuliche Dinger? Sie Dummkopf! Und Sie wollen ein Butler sein? Es tut mir so leid. Ich bitte vielmals um Vergebung, Herr Inspektor. Also ich weiß jetzt nicht, was hier das Problem ist, aber das sieht doch köstlich aus hier drüben. Also ich würde Kaffee bevorzugen gegenüber Tee, aber gut. Britons are Britons. Ich hasse Süßigkeiten. Allein bei dem Anblick wird mir schon schlecht. Weg mit dem Teller sofort. So, aber der Inspektor meint auch, er wäre hier irgendwie der Obermackei gestylt auf die Tee. Solche Leute regen mich auch im echten Leben unfassbar auf, möchte ich nur mal kurz sagen. Wenn die sich so aufführen, wenn sie irgendwo zu Besuch sind und wenn sie meinen, irgendwie sie hätten ein Amt oder irgendwie was, wären hier höher gestellt, weißt du? Am Arsch! Oh, aber natürlich, sofort. Der arme Matthew, Alter, alle hacken auf dem rum. Mm-hmm. Ah, Layton, da sind sie ja. Sie wollten uns sprechen, Inspektor Jeremy. Meine Quellen sagen mir, sie hätten sich in meinen Fall eingemischt. Was führen sie im Schilde? Es war nicht unsere Absicht, uns einzumischen. Jedoch ergeben hier zu viele Dinge einfach keinen Sinn. Überlassen Sie die Ermittlungen mir und suchen Sie nach Ihrem goldenen Apfel, oder wie das heißt. Er weist uns ziemlich oft auf den goldenen Apfel hin, also das finde ich ja ein bisschen erstaunlich, ne? Die Frage ist doch eher, was hat der Inspektor im Schild? Ja. Zermattern Sie sich nicht, Ihr kleines Köpfchen. Ich werde Simons Mörder mit Sicherheit finden. Nun, wenn Sie weiter nichts zu sagen haben, ich habe zu arbeiten. Verstanden.
Einen schönen Tag noch, Herr Inspektor. Das ist halt das, die Kontenance bewahren. Das ist eine große Herausforderung, auch bei solchen Leuten dann. Ich bin eher so der Luke-Typ. Dieser Inspektor hat ja Nerven, uns einfach so fortzuschicken. Nochmal, ich mag ihn gar nicht. Das stimmt wohl. Was meinst du, Luke? Wollen wir Ramon zu den gestrigen Ereignissen befragen? Definitiv. Wir gehen vorher aber nochmal hoch. Denn wir können hier mit allen reden. Ich weiß nicht mal, ob das passend war jetzt an der Stelle. Wir finden hier noch Hinweismünzen. Vielleicht in der Sofaritze? Nein, in der Dahlia. Finden wir vielleicht ein Rätsel. Oh, Professor, wie froh ich bin, Sie jetzt gerade hier zu haben. Also, gerade jetzt hier zu haben. Ich möchte Sie um etwas bitten. Nur zu, verehrte Baronin. Ich stehe voll und ganz zu Ihren Diensten. Na, vielen Dank, Professor. Würden Sie mir dieses Rätsel lösen? Ich fühle mich ihm nicht gewachsen und von selbst löst es sich nicht. Das ist ja doof von den Rätseln. Rätsel 63. Wie alt ist Mutter? Das ist ja das Gegenstück zu Wie alt ist Vater? Vater und Sohn halten einen Schwatz. Der Vater sagt, Sohn, weißt du, es gab mal eine Zeit, da war dein alter Herr doppelt so alt wie deine Mutter. Natürlich war ich im Jahr darauf nur noch anderthalb Mal so alt wie sie, aber erstaunlich ist es doch, findest du nicht? Wenn der Vater 44 Jahre alt ist, wie alt ist dann die Mutter? Es gab mal eine Zeit, da war dein alter Herr doppelt so alt wie deine Mutter. Und im Jahr darauf war er nur noch anderthalb Mal so alt wie sie. Ich überlege jetzt gerade, wenn er doppelt so alt ist. Also mal angenommen, die haben beide am 1.1. Geburtstag. Und er war als Kind 2 und sie war 1. Dann ist er doppelt so alt. Im darauffolgenden Jahr war sie 2. Und er 3. Also anderthalb mal so alt. Und dann 3, 4 und dann immer kleiner. Das heißt, ich würde jetzt mal fast davon ausgehen, dass die Mutter 43 Jahre alt ist. Wir können es jetzt nochmal mit was anderem versuchen. Wenn er 4 ist und sie 2, dann sind es 5 und 3, passt nicht. Also 43. Anders geht's nicht. Ja, 43. Anderthalb mal. Erstaunlich ist es doch, findest du nicht? Naja. Es geht so, ne? Es geht so. Luke, here's my answer. Critical thinking is the key to success. So sieht's mal aus. Stimmt genau, die Mutter ist 43 Jahre alt. Als der Vater 2 war, war die Mutter 1 Jahr alt. Und dann 3 und 2. Man muss sich bloß klar machen, dass dies die einzig mögliche Alterskombination ist, die die Vorgabe erfüllt. Na, siehst du. Oh, was für eine Erleichterung. Nun kann ich endlich an etwas anderes denken. Ich danke Ihnen. Prunkvolles Gemälde? Das ist aber auf jeden Fall Leightons Stil. So, wir reden nochmal mit ihr. Es kann ja sein. Ich muss meine Gedanken sammeln, Professor. Würden Sie mich bitte eine Weile allein lassen? Sie haben jetzt mein Rätsel gelöst. Bitte gucken Sie mich mit dem Arsch nicht mehr an. Na, Inspektor, was sagst du? Ah, Leighton. Demnach, was man so hört, lösen Sie gerne Rätsel, nicht wahr? Ich habe hier ein Exemplar, das selbst mir für einen kurzen Moment Kopfzerbrechen bereitete. Mal sehen, wie Sie damit zurechtkommen. Rätsel 62. Erbendreieck. Für 40 Picarat. Ein Mann will einem seiner drei Söhne seinen Besitz vermachen und stellt in seinem Testament eine recht ungewöhnliche Bedingung. Ich vererbe all mein Hab und Gut demjenigen, der die Fläche dieses dreieckigen Bereiches meines Grundstücks zu errechnen vermag. Nun ist der komische Kauz verblichen und die Nachkommenschaft schaut in die Röhre. Jeder könnte die Fläche des Quadrats ermitteln, aber dieses Dreiecks gibt allen Rätsel auf. Kannst du die Fläche des Dreiecks errechnen? Also die Nummer 1 Herangehensweise, wenn man Dreiecke hat, und man nicht weiß, man den Flächeninhalt berechnen soll, dann hieß es immer, zerleg das Dreieck oder die Fläche, die du berechnen willst, gilt, glaube ich, auch für alle Flächen, möglichst in Rechtecke und rechtwinklige Dreiecke. Ne? Weil 90-Grad-Winkel, da weißt du immer Bescheid,
berechnest du einfach die Breite mal die Höhe. Also du brauchst hier die Hypotenuse, ist ja die, die dem rechten Winkel gegenüber liegt in dem Fall, beziehungsweise die längste Seite. Und also Ankathete mal Gegenkathete und dann durch 2, um die Fläche des rechtwinkligen Dreiecks zu errechnen. Deswegen müssen wir jetzt mal versuchen, dieses Dreieck in rechtwinklige Dreiecke zu verpacken. Nur wie? Das ist ja so ein bisschen das Problem. Beziehungsweise, weißt du was? Wir haben ja hier schon einen Haufen rechtwinklige Dreiecke, sehe ich gerade. Wir haben das, das und das. Das heißt, wir errechnen jetzt erstmal den Gesamtflächeninhalt. Das ist 20 mal 2... Zettel? Ach, weißt du was? Ich kann doch hier hinschreiben. Komm. Also, der Gesamtflächeninhalt sind 400 Quadratmeter. 20 mal 20 ergibt Sinn. So, dann haben wir hier zwei rechtwinklige Dreiecke, die 20 Meter breit sind und 10 Meter hoch. Und dasselbe hier auch nochmal. Wenn wir die zusammenpacken, haben wir also genau 10 mal 20 Meter, sind 200. Das heißt, von den 400 ziehen wir schon mal 200 ab. Da bleiben noch 200. Und das ist dann diese Fläche hier. Ne? So. Hier haben wir jetzt noch 10 mal 10. Und davon aber nur die Hälfte. Das heißt, wir haben hier 100 Quadratmeter, hätten wir das hier. Und jetzt müssen wir ja das hier aber noch abziehen. Sind 50. Das heißt, das hier sind 50 Quadratmeter, dieses Dreieck. Und der Rest, wenn wir hier jetzt nochmal 50 abziehen, sind 150. Heißt, dieses Dreieck müssten 150 Quadratmeter sein. Ich gebe das jetzt ein und wenn das falsch ist, dann, ne? Kommt der Eierlikör wieder zum Einsatz. Das sollte aber stimmen. Das ist relativ einfach, sehr simple Mathematik. Na also. Ich habe mir gestern in den Finger geschnitten beim Kokosnussschneiden. Habe ich mir in den Finger geraspelt, weißt du? Oh, und das tut jetzt hier so weh, mitten am Daumen. Das hat da rausgeblößt. Okay. Wir haben über 2200 Picarat übrigens. Ne? So, hier hätte man das auch nochmal teilen können in die rechtwinkligen Dreiecke. Aber ich meine ganz ehrlich, ne? Das ging auch einfacher. Genau, bla 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 bla. Der Rest ist einfach. Beeindruckend. Offenbar sind die Gerüchte um ihre Fähigkeiten doch nicht ganz gegenstandslos. Aber kommen Sie nicht auf dumme Ideen, sondern überlassen Sie die Detektivarbeit schön mir. In der Zwischenzeit können Sie sich ja mit der Suche nach diesem goldenen Apfel vergnügen. Was will der denn nur immer mit dem goldenen Apfel? Ist ein bisschen merkwürdig, der Kollege Chalmie. Sie brauchen sich nicht zu sorgen. Ich versichere Ihnen, ich werde Simons Mörder finden. Lassen Sie mich also erstmal meine Arbeit machen und suchen Sie schön weiter nach dem goldenen Apfel. Unfassbar. Dieser Typ. So, der gut aussehende, durchtrainierte Gordon. Oh, Professor, Sie müssen mir... Scheiße, ich hab's überblättert. Als ein Mann von Welt wissen Sie ja, dass Frauen nichts anziehender finden als Rätselkompetenz. Ich zähle auf Sie. Bitte verdammen Sie mich nicht zu ewigen Junggesellentum. Was ist eigentlich los mit dem Typen? Rätsel 61, Nagelbrettfiguren, 40 Picarat. Die Kreuzfigur auf dem Nagelbrett rechts umschließt 9 Nägel. 16 der Nägel liegen außerhalb der Figur. Merk dir das Beispiel, denn jetzt bist du an der Reihe. Konstruiere eine Kreuzfigur, die 17 Nägel enthält, während 16 außerhalb liegen. Was? Du kannst die Größe der Figur selbst bestimmen. Nochmal. Umschließt 9 Nägel? 16 der Nägel liegen außerhalb der Figur. Konstruiere eine Kreuzfigur, die 17 Nägel enthält, während 16 außen liegen. Gut, Freunde, ich verstehe die Frage schon nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Konstruiere eine Kreuzfigur, die 17 Nägel enthält, während 16 außerhalb liegen. So. Was heißt denn enthalten?
Das ist schon wieder... Das macht mich schon wieder ein bisschen fertig. Was heißt enthalten jetzt in dem Moment? Sollen da 17 Nägel drinnen sein, während 16 draußen sind? Dann haben wir zum Figurspinnen ganz genau... wie viele Nägel sind das eigentlich? 49? 16. Hätten wir 16 Nägel? Also ich verstehe es jetzt so. Hier sind 9 innen und 16 außen. Wir sollen eine machen, wo 16 außen sind, aber 17 innen. Ja. Können wir... Nee, können wir so machen? Dann würde ich sagen, ist das innen oder außen? Weiß man nicht, ne? Würde aber fast denken, dass das innen als innen gilt. Also hier in dem Plus sind 9 innen und es sollen 17 innen sein. Das heißt, zu diesen 9 müssen noch 8 dazu. Und dafür haben wir aber nur 8 Nägel. Nee, 12. Wir haben 12 Nägel. So. Mal überlegt, ne? Ich meine, das können wir schon dazu nehmen hier. So. Mal angenommen, ne? So. Dann haben wir hier, wie viel haben wir jetzt insgesamt? 7. 8, 9, 10, 11, 12. So, hier ist schon Feierabend. Mehr können wir nicht verwenden. Das heißt, das ist schon mal nicht korrekt. Ich gehe davon aus, dass wir hier schief und krumm arbeiten müssen. Es sollen immer 16 außen bleiben. Das heißt, die, die jetzt schon außen sind, sollten auch außen bleiben. Ne? Wir müssen nur uns eine Figur überlegen, die weniger Nägel verbraucht hier. Es müssen 8 freigegeben werden. 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So. Wie viele liegen jetzt in? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 16, 17. Wie viele liegen außen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wo habe ich jetzt hier eigentlich den Fehler gemacht? Ja, weil wir 16 Nägel verwenden können. Und wir verwenden 16 Nägel. Die Frage ist, ist das ein Kreuz? Oder ist das falsch? Konstruiere eine Kreuzfigur. Also ich würde das nicht als Kreuz gelten lassen, muss ich ja ehrlich sagen. Kreuzfigur. Das heißt, diese Idee ist zwar gut, aber leider ist das nicht Kreuz genug. Kreuz. Es müssen 8 Nägel mehr innen sein. Aber es muss ja trotzdem auch noch symmetrisch bleiben, weißt du? Weil sonst ist es ja kein Kreuz. Also mal angenommen... Wie wär's denn mit sowas hier? Ja, wir nehmen den hier natürlich dazu. So. Schau mal. Wir haben hier oben 7. Hier haben wir nochmal 7 sind 14 und 3 sind 17. Und außen sind 3, 12, 13, 14, 15, 16. Ich würde sagen, das ist ein Kreuz. Versuchen wir es mal so, ne? Ich habe mich jetzt gerade an das Rätsel zurückerinnert, hier mit dem Abbiegen und so die ganze Kacke, mit schief und quer und alles. Critical thinking is the key to success.
Wenn du erst einmal darauf kommst, die Figur diagonal zu platzieren. Manchmal muss man nur ein bisschen kreativ denken, um Rätsel zu lösen. Naja, ja, ja. Oh, danke, mein Bester. Und nun, wo dieses Rätsel gelöst ist, sehe ich mich schon vor dem Traualtar stehen. Eine Wanduhr ist eigentlich auch was für Leighton eher, ne? Für den Professor. So, erzählst du uns nochmal was Neues, oder wie sieht's aus? Oh weh, ich bin schon wieder ratlos. Ich weiß, ich finde nie eine Frau, wenn ich das Rätsel nicht löse. Ich werde im Alter allein sein, allein in der Gesellschaft von Katzen und Gummibären. Ich flehe Sie an, Professor, helfen Sie mir, das Rätsel zu lösen. Hat er tatsächlich noch mal eins? Jetzt eine 103 Laubsägearbeit.